Ihr schuldet mir immer noch 5 Sovereigns, Elf. Ich kann das bezahlen. Ihr glaubt also, ihr könnt das Geld Isabella beim Spiel abnehmen? Dann viel Glück. Kommt ihr nachher in den gehängten Mann zu einer Partie Sündenfall? Unbedingt. Seid ihr nicht froh, dass ihr nicht mehr hier leben müsst? In dieser Notiz wird der Edelstein von Karoshek erwähnt. Was ist das? Gar nichts. Vergesst es einfach. Es klingt, als wäre dieser Edelstein ziemlich beeindruckend. Er hat sogar einen Namen und so. Ach, hört auf mit diesem Unsinn. Ich habe alles verloren, als ich diesem Edelstein hinterhergejagt bin. Unser Vermögen, unser Haus und sogar Mara. Ich hätte unser Vermögen in irgendetwas Profitables investiert. In orlesianische Perücken vielleicht oder Mäntel aus Nackhaut. Unser Vermögen? Merkt euch eins, ihr selbstgerechtes Miststück. Ihr habt keinerlei Anspruch auf dieses Geld. Warum geht ihr nicht zurück in euer schickes Haus in der Oberstadt und haltet euch aus meinen verdammten Angelegenheiten raus? Unterstützt ihr die Kommandantin noch immer? Sie ist mir völlig gleichgültig. Aber sie ist die Einzige, die den Wahnsinn in dieser Stadt noch im Zaum hält. Im Zaum hält? Sie heult den verdammten Mond an. Sogar ihre eigenen Leute sind der Ansicht, dass sie verrückt geworden ist. Was muss passieren, damit ihr erkennt, dass es wirklich so ist? Ein Magier im Glashaus sollte nicht mit Feuerwellen werfen. Ich will etwas versuchen und dachte, ihr würdet vielleicht gerne daran teilhaben. Wir haben uns beide geirrt. Was ich mit Gerechtigkeit getan habe, war unnatürlich. Es hätte niemals geschehen dürfen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, es rückgängig zu machen? Ich habe die letzten 3 Jahre damit verbracht, die Methoden der Magister aus Tevinter zu erforschen. Warum überrascht mich das nicht? Sie sind die Einzigen, die jemals versucht haben, die Besessenheit durch einen Geist rückgängig zu machen, anstatt die Opfer einfach zu köpfen. Ich glaube, ich habe eine Formel gefunden, um Gerechtigkeit und mich wieder voneinander zu trennen, ohne dass dabei einer von uns stirbt. Ist das gefährlich? Magie birgt immer Gefahren, aber ich glaube, es ist den Preis wert. Ich bin mir sicher, es ist jedes Risiko wert. Ich wusste, ihr würdet mich dabei unterstützen. Selbst wenn... Was? Nichts. Ich habe nahezu alles gefunden, was ich brauche, aber mir fehlen noch einige spezielle Zutaten. Ich hatte gehofft, ihr könntet mir bei der Suche nach ihnen helfen. Es geht um ein Pulver, das in Tevinter Sela Petrae genannt wird, sowie eine kleine Menge Dragostein. Es ist einfach nur ein Trank? Mehr ist für dieses Ritual nicht nötig? Nein, es gibt kein Ritual. Man vermengt einfach nur die Zutaten und schon sind Gerechtigkeit und ich frei. Dann können wir unseren rechtmäßigen Platz unter den freien Magiern einnehmen. Was ist Dragostein? Tevinter hat ihn für seine Drogisten abgebaut. In der Knochengrube müsste es noch immer einige Vorkommen geben. Wir suchen aber nicht nach Jungfrauenblut oder der Zunge eines Gehängten oder so etwas, richtig? Ach, ihr kennt doch diese Kerle aus Tevinter. Ohne ein oder zwei Menschenopfer können sie nicht einmal eine Winters-Endfeier veranstalten. Aber ich verspreche euch, dass meine Nachforschung nicht den geringsten Hinweis auf Blutmagie ergeben haben. Thank you.
Inzwischen müsstet ihr doch erkannt haben, welch großes... Ihr könnt dafür nicht sämtliche Magier verantwortlich machen. Man braucht auch nicht sämtliche Magier, um so etwas zu verursachen. Nur die Schwachen. Seid ihr diejenigen, die die Notiz über den Edelstein von Karoshek geschickt haben? Wir dachten schon, ihr würdet nicht kommen. Ihr wisst doch, dass es unhöflich ist, andere warten zu lassen. Ich habe schließlich auch noch andere Dinge zu erledigen. Wie kann ich einem aufrechten Bürger wie euch nur derartige Unannehmlichkeiten zumuten? Wo sind nur meine Manieren? Nicht in diesem herablassenden Ton. Ich bin nicht dumm. Ihr müsst wissen, wir wurden angeworben, um euch eine Notiz zu überreichen. Darin ist vom Edelstein von Karoshek die Rede und wir haben beschlossen, dass wir selbigen haben wollen. Ihr solltet ihn uns übergeben. Es überrascht mich, dass ihr wisst, was eine Notiz ist und sie sogar lesen könnt. Ich muss nicht wissen, wie man liest, nur welches Ende des Schwerts wohin gehört. Wir gehen ohne diesen Edelstein nirgendwo hin. In Gemlins Haus nicht ein Schläger? Hier kommen wir in die Kanalisation, um nach dem Sailor Petray zu suchen. Seid ihr bereit? Noch nicht. Gebt mir einfach Bescheid. Geht einfach weiter, Shemley. Invasion, Templer, Magier. Gehen drei Templer in eine Taverne. Jetzt nicht, Varric. Geht's euch nicht gut, Blondschopf? Ihr seid auch sonst immer in Stimmung für Templerwitze. Der erste Verzauberer ist zu weit gegangen. Erwägt ihr eigentlich nie eine öffentliche Erwiderung, euer Gnaden? Was wurde ich denn gefragt? Es geht um die Magier. Ihr könntet dieses Feuer beruhigen, wenn ihr nach vorne tretet. Die Lehren der Kirchen sind eindeutig. Wer sich gegen sie stellt, hört weder auf mich noch auf Andraste persönlich. Orsino und die Kommandantin werden Kirkwall in Stücke reißen. Sie werden es versuchen.
Ich hatte nicht erwartet, dass sich alles so rasch zum Schlechten wendet. Ich dachte, nach den Kunari hätten alle genug von der Gewalt. Das Ganze hat mehr Aufmerksamkeit erregt, als mir lieb ist. Sebastian, dürfte ich fragen... Was ihr wollt, euer Gnaden. Und der Champion auch, wenn's beliebt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das schiefgehen sollte. Also, wie können wir euch helfen? Die Göttliche macht sich Sorgen wegen der Lage hier. Sie will nicht, dass aus den freien Marschen ein neues Reich wird. Sie hat jemanden geschickt, um die Gefahr einzuschätzen. Trefft euch bitte mit ihr und sagt ihr, dass drastische Maßnahmen nicht erforderlich sein werden. Wäre die Sache nicht schneller vorbei, wenn die Göttliche aktiv würde? Hat Kirkwall nicht schon genug gelitten? Soll es geächtet und zum Feind der Kirche erklärt werden? Stellt euch vor, dass die Straßen der Oberstadt nicht nur voll sind mit Meredith Templern, sondern mit der gesamten Streitmacht der Göttlichen. Die Göttliche würde bestimmt nicht die ganze Stadt zum Feind erklären. Sie ist besorgt. Und wenn die Mächtigen besorgt sind, ist das immer schlecht. Sie ist die Stimme von Andraste. Sie kann nicht die Macht der Kirche gegen Unschuldige lenken, nur weil die ungünstig stehen. Haben bei den erhabenen Märschen nicht auch Unschuldige gelitten? Sie wird ihr Bestes geben, Sebastian. Aber ihr vordringliches Ziel ist der Schutz der Gläubigen. Welches Argument könnte sie überzeugen? Die Göttliche hat meinen Protest bereits vernommen. Ich muss nun eurer Überzeugungskraft vertrauen. Das duldet keinen Aufschub. Danke. Wir können nicht zulassen, dass dieser lächerliche Magieraufstand einen heiligen Krieg auslöst. Schwester Nightingale erwartet euch heute Nacht im Thronsaal des Vicomte. Sie bleibt lieber ungesehen. Der Saal ist seit dem Kunari-Vorfall abgeriegelt. Es könnte schwierig werden, unauffällig hineinzugelangen.